dass du nicht das kleine Monster hast, was sagt, du musst aber, du musst aber, du musst aber, dann wird es eng. Ja, wenn du eine Aufgabe zu lösen hast und du willst die effizient lösen und du kannst das nicht, weil du denkst, oh, das ist jetzt aber eine schlimme Sache, dann haben wir nichts gewonnen. Das heißt, das, was das Enneagramm an Ich-Funktionen und an Fähigkeiten beschreibt, das wollen wir uns zunutze machen. Und dann kann ich mich fragen, warum hat denn jemand mit einer Dreierfixierung, warum kann die effizient sein? Wie funktioniert das denn? Könnte ich ja auch. Könnte ich ja mal heute mal eine 3 sein, ich muss meine Steuererklärung machen, jetzt mache ich das mal. Ja? Also wenn wir verstehen, wie die anderen funktionieren, können wir das auch uns ein bisschen was davon klauen. Also wie ich vorhin gesagt habe, gibt es diejenigen, die glauben, sie sind nur da, wenn ihr Kopf funktioniert. Es gibt diejenigen, die glauben, sie sind nur da, wenn ihre Seele funktioniert. Und es gibt diejenigen, die glauben, es gibt sie nur, wenn der Körper funktioniert. Und von jeder dieser 3 Fixierungen gibt es eine, die sich in gewisser Weise abgeschaltet hat. Also ja, die in ihrem Körper leben, da ist die zentrale Fixierung die 9, die hat ihre Körperwahrnehmung abgeschaltet. Weil das mit zu viel Unbill verbunden ist. Also wenn ich spüren würde, was der Körper jetzt braucht, dann müsste ich mich ja bewegen. Ja, oder wenn ich spüren würde, dass der Körper jetzt überanstrengt ist, müsste ich ja aufhören. Ich müsste all die Gefühle, die mit der Körperlichkeit verbunden sind, auch wegschieben. Oder die schiebe ich damit weg, indem ich mich betäube. Ja, im Körper ist die Wut, im Körper ist die Lust. Und wenn ich das alles nicht haben will, dann stelle ich mich tot. Mensch, die Fixierung ist ja nur, dass du deine Aufmerksamkeit auf das eine richtest und auf das oder auf das andere und dann so tust, als ob du nur das wärst. Aber das ist ja gerade der Quatsch. Du hast ja Körper, Seele und Geist und die sind alle 3 schwesterlich und gleichberechtigt, haben die ihre jeweiligen Aufgaben. Und das Enneagramm kann dir helfen, da deine Wahrnehmung und Interpretation weiter werden zu lassen. Ich empfehle dir dieses wunderschöne Tabellenheft. Das gibt es in dieser Ausgabe als großes. Das kann man über die Webseite und dann bei Books on Demand gibt es das zu kaufen. Das gibt es auch hier im Küchenschrank. Was wir heute ja besprechen wollen, ist das Hauptmerkmal, die Fixierung. Da kriegt ihr ein kleines Bild von den Fixierungen, aber eben nur ein kleines Bild, nämlich die Idee von dem Hauptmerkmal, von der Fixierung, von allen 9. Worum es mir aber heute geht, ist zu verstehen, wo daran die Enge liegt. Du kannst dir jetzt mal eine Person vorstellen oder kannst auch in dir selber spüren, wenn du dir, wenn du da so hineinspürst, okay, da ist mein Körper und dieser Körper ist das, was ich bin. Und mit dem Körper gibt es Begrenzung. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum, spüre das einfach nach. Mit dem Körper gibt es Begrenzung, der Körper ist endlich und mit dieser Begrenzung gibt es im Körper einerseits die Lebensenergie, die so durch dich durchfließt. Und wenn die nicht richtig fließen kann und angestaut wird, dann verwandelt sie sich in Wut. Und wenn du jetzt eine 9er-Fixierung hättest, also diese zentrale Körperfixierung, und du würdest die Wut nicht haben wollen, dann würdest du die Wut deckeln und du würdest deine Lebensenergie deckeln. Und dann würdest du es dir bequem machen müssen. Ja. Dann stellt sich so eine Trägheit ein.